für ein Interview! Nein! Hallo liebe Freunde, mein nächster Gesprächsgast ist Monique und Monique ist ganz intensiv im Orga-Team und in Vorbereitung und Ausstattung des Magdeburger Friedensfestes involviert gewesen. Monique, erzähl mal, was hast du alles gemacht? Ja, also als wir da vor einiger Zeit hier rübergegangen sind wegen optischer Gestaltung vom Gelände, haben wir gesehen, hier in diesem Bereich brauchen wir gar nicht viel gestalten, weil die Natur viel gibt. Die wunderschönen Bäume, wie sie prächtig hier strahlen. Es ist halt bloß abends dann halt mit der Beleuchtung und so. Das ist die einzige Hinzugabe. Und die kleine Skulptur, eine kleine Friedensfigur, die kann man hinten sehen. Die genau im Mittelpunkt, die Friedenstaube auf Händen getragen. Ja, und auch gekniet, also auch um mehr halt Hinzuneigung oder zu schätzen Wissen halt zu zeigen. Genau. Dasjenige, welche, was viel von mir gestaltet wurde, das ist die zweite Bühne, die große Bühne, die ist weiter hinten. Da war dann halt mehr nur Stahl und so kahl halt zu sehen. Und da sind viele Transparente und viele Kleinigkeiten noch dazu. Ach, wo heute Abend die Musik stattfinden. Genau, da ist viel hinzugegeben worden, ja, genau. Ja. Ich werde da hinten auf jeden Fall auch die ganzen Kinder und Erwachsenen noch beschmücken. Ja, mit viel Farbe, Bodypainting und Kinderschminken. Ja, genau. Und da haben wir auch nochmal Transparente angebracht und wunderschöne Holzblumen, halt mehr vorm Eingang. Genau. Zu deiner Skulptur nochmal, die ist auf einigen Festivals gewesen. Pax Terra Musica habe ich sie immer gesehen. Und jetzt hast du mir aber erzählt oder geschrieben vor einigen Wochen, vor 3, 4, 5 Wochen vielleicht, du hast ein großes Projekt umgesetzt. Willst du da vielleicht noch was dazu sagen? Das passt auch sehr gut zum Frieden. Also das Projekt, das Herzprojekt hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Wie heißt das Projekt genau? Ich habe es als Herzprojekt bezeichnet. Es ging auch um eine Skulptur. Die ist jetzt fertig, die ist 5 Meter hoch. Und die steht jetzt erstmal für eine Weile in Magdeburg, vor der Festung Mark auf der Wiese. Und die Inspiration habe ich, glaube ich, auch durch Friedensfestival bekommen. Aber der nächste Schritt war, es muss nicht nur für das Gelände sein, sondern es ist für alle Menschen. Auch unabhängig vom Friedensfestival, einfach für alle Menschen, wenn sie auch noch nicht so weit sind, halt auf Friedensfestival zu gehen. Das heißt, es könnte auch kulturelle Ebene für Magdeburg, für andere Städte, überall kann sie hingestellt werden. Also Hamburg, Berlin, München, Freiburg. Ja, überall, wo da halt gesehen werden möchte, kann sie wieder auseinandergebaut werden, halt transportiert werden und vor Ort wieder aufeinander. Wer entscheidet sowas, ob so eine Skulptur platziert wird? Jeder kann mitentscheiden halt. Ich selber habe die Idee. Ich schreibe dann die Stadt an oder halt die Lokale auch, wenn es halt mal wo drinne steht und so. Und dann kommt man ins Gespräch und dann, wie passt es halt zu welchen Veranstaltungen und so halt. Man kann es als Dekoration sehen oder auch einfach, wenn jetzt mal unschöne Zeiten sind, mitten auf der Straße halt oder auf dem Park, wenn die Menschen halt gerade alleine spazieren gehen und dann bleiben sie da stehen und dann können sie sich halt vieles durchlesen und die Skulptur sich anschauen, sich damit auseinandersetzen. Einfach mal wieder etwas, worauf sie sich freuen können. Also es ist, die Skulptur heißt, das Leben ist heilig. Das Leben auf Händen getragen. Wunderbar. Was für Projekte stehen jetzt von deiner Seite aus noch an? Aktuell ist es eine weitere kleinere Skulptur, die ist jetzt nicht 5 Meter hoch, sondern 2 Meter hoch. Eine Kunstausstellung im Oktober hier in Magdeburg. Und die Termine und Informationen findet man im Internet? Es ist noch nicht total öffentlich, es ist jetzt noch in Planung. Okay, ja, genau. Aber eine Internetseite hast du, oder? Ich habe eine Homepage und die, heißt? Die sollte ich mal aktualisieren, die ist nicht aktuell jetzt. Aha, okay. Ja, designnachmaß.de. Das Ding ist halt Design nach Maß, weil halt zwei verschiedene Welten bei mir sind. Das ist einmal das technische Zeichnen, das Konstruieren halt nach DIN und Norm und so, nicht anders. Und einmal die Kunst, die unendliche Freiheit. Das sind zwei verschiedene Welten drin. Klasse, Moni. Toll, dass wir uns wieder mal gesehen haben. Ja, alles Gute, bis später. Ja, ciao, bis ciao. Später. Tschüss.